Herzlich willkommen, DCDB TV von der Republika in Berlin. Mein Name ist Philipp Banse und mein nächster Gast ist Frank Rieger, Sprecher vom Chaos Computer Club. Hallo. Hey. Zwei Themen wollen wir besprechen. Einmal dein Talk thematisieren, warum man nicht Technik regulieren muss, sondern irgendwie was anderes. Und das zweite ist so ein bisschen ein aktuellerer Aufhänger, nämlich der Umgang der deutschen Politik mit NSA und BND und Überwachung der NSA mithilfe des BND, auch der deutschen Industrie. Du bist Sprecher vom CCC, ihr seid so eine NGO, die politisch da auch aktiv ist und versucht Einfluss zu nehmen, redet mit Parteien und Fraktionen, hat Forderungen. Jetzt hat sich in den letzten Wochen da doch so die Lage ein bisschen zugespitzt und so eine Dynamik angenommen, als bekannt wurde, dass die NSA den BND missbraucht hat oder gebraucht hat, um auch deutsche und europäische Institutionen und Politiker zu überwachen. Was ist gerade so dein Gefühl? Ändert sich da fundamental was in Sachen Geheimdienstkontrolle? Ich glaube, dass in der Politik halt schon sowas Ähnliches wie ein Aufwachen passiert ist und vor allen Dingen sie realisiert haben, dass sie es nicht mehr länger ignorieren können. Also bis jetzt dieser aktuelle Skandal hochkam, war ja so die allgemeine Ansicht so, naja, das läppert sich dann so zu Ende und dann war es das und dann machen wir mal ein paar Deko-Handlungen, irgendwie so ein bisschen Dressing obendrauf für die Geheimdienstkontrolle und dann war es das. Aber mittlerweile ist halt so dieses Gefühl, dass dieser BND ihrer Kontrolle vollständig entglitten ist, dass es eben keine effektive Kontrolle der Geheimdienste durch die Politik gibt, was wir schon lange gesagt haben, ist nun auch in der Politik angekommen. Dass die haben jetzt auch verstanden, dass sie nicht mehr die Herren am Hause sind. Und das ist natürlich etwas, was für so einen Politiker ziemlich schwer zu vertragen ist. Und ich glaube, das ist genau dieser Knackpunkt, der auch das politische Denken darüber ändert. An welchem Punkt wurde denn der Druck so groß, dass sich jetzt auch Merkel mit der Sache beschäftigen muss? Weil es die deutsche Industrie ja gesagt hat, dass es so nicht geht. Also ganz klassisch, ja. Also wenn halt der Bund der deutschen Industrie auf Druck seiner Mitglieder solche Stellungnahmen an die Regierung verfasst, dann ist da halt auch schon tatsächlich richtig was los. So, also das machen die halt nicht mal, weil einer mal anruft oder so. Und da ist halt dann eben auch so ein Punkt, wo die CDU es halt auch nicht länger ignorieren kann, weil es halt ja ihre politische Basis de facto ist. Ja. Untersuchungsausschüsse sind ja häufig so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen so Polittheater, aber es plätschert so dahin und naja, so richtig passiert da was nicht. Und irgendwie aufdecken und Druck machen die schon gar nicht. Bei dem ist das jetzt anders. Warum? Bei dem NSA-Untersuchungsausschuss. Also ich hatte tatsächlich auch nicht erwartet, dass es tatsächlich da so eine Dynamik entwickelt. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass die Abgeordneten in dem Ausschuss verstanden haben, dass sie da an einem Thema dran sind, was ziemlich fundamentale Bedeutung hat. Also für die Demokratie, für die Strukturen des politischen Gemeinwesens. Und dass sie, wenn sie da halt ja rumschlampern oder halt irgendwie nicht genau hingucken, dass sie dann schon eine ziemlich große Schuld auf sich laden. Und zumal halt auch eben viele Dinge, die im Rahmen dieser Ausschussarbeit auch initial bekannt wurden durch die Befragung der Zeugen, Sachen waren, wo denen halt echt die Kinnlade runtergeklappt ist, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass solche Dinge in Deutschland passieren oder dass halt solche Dinge gegen Deutschland gefahren werden. Und ich glaube, das hat eben dieses Gefühl, dass auch sie als Politiker persönlich betroffen sind von der Überwachung, dass das dazu beigetragen hat. Und wenn man sich das mal so als, wie sagt man so, Best-Case-Szenario anguckt, ein Untersuchungsausschuss im deutschen Parlament, der tatsächlich was bewegt und Fakten ans Tageslicht befördert, woran liegt das? Sind das Parlamentarier, die einfach vorhandene Werkzeuge besonders engagiert nutzen? Sind es Beamte, die überraschend viel erzählen? Woran liegt das? Oder muss man an dem Instrumentarium Untersuchungsausschuss doch noch was ändern? Naja, und halt natürlich der Druck aus der Öffentlichkeit. Also dadurch, dass halt eigentlich immer mehr Sachen halt publiziert werden aus den Snowden-Papieren von anderen, aus anderen Quellen, halt einfach immer mehr Details rauskommen und halt auch immer krasser klar wird, wie groß dieser Überwachungsapparat ist und welche Eigenmacht der entwickelt hat. Das kann man natürlich als Abgeordneter auch nicht ignorieren. Da kann man ja nicht sagen, naja, wer liest schon den Spiegel, ja? Und denke, dass genau dieses Zusammenspiel, also die Dynamik, die sich da entwickelt hat im Untersuchungsausschuss, auch, ja, dass halt Zeugen eine Menge Sachen gesagt haben, die so nicht geplant waren, sage ich mal, dass das in diesem Zusammenspiel dazu geführt hat, dass dieser Ausschuss, ne, auch, wie gesagt, für mich relativ unerwartete Dynamik entwickelt hat und da halt auch eine Menge Druck passiert, so die ich so nicht erwartet hätte. Die eine Frage, die so kurzfristige, so Politikhygiene-Frage ist, tritt jetzt jemand zurück oder nicht? Mhm.
gut, ist so ein bisschen Spekulation. Viel interessanter finde ich aber, an welchen Stellen der Geheimdienstüberwachung deiner Meinung nach jetzt am wahrscheinlichsten wirklich Änderungen passieren. Also, meine politische Meinung ist, dass man die Läden halt einfach zumachen sollte und irgendwie nur die Teile möglicherweise wiederbeleben, die nachweisen können, dass sie was bringen. Zugegebenermaßen eine Forderung, die vielleicht möglicherweise unrealistisch ist, aber im Kern eigentlich das ist, was man tun sollte. Was ich vermute, was passieren wird, ist, dass halt die parlamentarische Geheimdienstüberwachung deutlich gestärkt wird. Es gibt ja Vorbilder aus anderen westlichen Ländern, wo es halt so ein quasi sowas ähnliches wie den Datenschutzbeauftragten für die Geheimdienstüberwachung gibt, der ein Organ des Parlaments ist, der Mitarbeiter hat, die in alle Vorgänge reingucken können, also die nicht darauf warten müssen, dass der Geheimdienst zu ihnen kommt und sagt, wir hätten hier mal was, sondern einfach hingehen können, sagen können, hier, mach mal auf, wir wollen da reingucken. Und ich denke, dass das Parlament auch einen größeren Einblick darin haben will, wie die politische Kontrolle internationaler Kooperation stattfindet, also mit wem, zu welchem Zweck Daten ausgetauscht werden, wer direkten Zugriff auf Abhörresultate zum Beispiel bekommt. Ich denke, dass diese feingranulare Kontrolle schon das Ergebnis dieses Prozesses sein könnte, wenn die SPD nicht komplett einknickt. Warten wir es ab, wir sind gespannt. Ja. Also eine große Rolle in dieser ganzen Überwachungsgeschichte spielt natürlich auch Technologie, die da dem Ganzen eine völlig neue Dynamik verleiht hat. Das erleben wir auch in ganz anderen Lebensbereichen, jetzt nicht nur Geheimdienste, sondern auch kommerzielle Unternehmen, staatliche Technologieprodukte, Projekte und eine permanente Reibungsfläche in unserer digitalen Gesellschaft ist, wie gehen wir mit den Auswirkungen dieser mit der technischen Entwicklung um? Ja. Dein Vortrag hieß, warum wir aufhören sollen, Technologie als solche zu regulieren. Vielleicht beschreibst du mal aus deiner Sicht den derzeit herrschenden Regulationsansatz. Momentan ist es halt so, dass die Politik ja im Wesentlichen hektisch den Geschehnissen hinterherhängt. So, also es ist halt so, dass keiner der Regulierungsansätze der letzten Jahre weitsichtig war oder weit in die Zukunft. Mal ein Beispiel? Ja, Beispiel ist halt zum Beispiel die Europäische Grundschutzverordnung, die jetzt diskutiert wird. Auch die ist wieder primär an Datenerfassung orientiert, was erstmal okay ist. Also da muss man nicht aufhören zu regulieren, aber viel wichtiger ist es, dass wir halt anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, was passiert mit diesen Daten. Also wofür werden die verwendet? Welche Schlussfolgerungen werden daraus gezogen? Welche Nachteile können uns daraus entstehen? Und die zu regulieren und zu sagen, wenn du eine Entität bist, die sehr viel über das Leben des Einzelnen weiß, also die eine große kritische Masse an Daten hat, musst du dich härteren Regulierungen unterwerfen als, nehmen wir an, ein kleiner Webshop für Blumen oder so, der halt irgendwie vielleicht nur die Lieferadressen seiner Kunden speichert. So, das heißt also, wir müssen anfangen zu verstehen, dass die Nachteile, die jemandem entstehen können durch Datensammlung, durch die Machtkonzentration, die mit dieser Datensammlung zu tun hat, dass die in den Fokus der Regulierung gelangen. Also, und nicht halt, die Technik, mit der die Daten gesammelt werden. Weil die ändert sich werden. Sowieso so schnell, dass die Technik, dass wir da, ehe die Politik da ein Gesetz beschlossen hat, ist das schon wieder passiert und viel weiter. So, das heißt, wir müssen anfangen, neutral, technikneutral daran zu gehen und zu sagen so, uns interessieren die Nachteile, uns interessiert die Diskriminierung, uns interessiert das Leben des Einzelnen, uns interessiert die Macht, die mit dieser Datensammlung einhergeht. Und da müssen wir anfangen zu regulieren. Aber skizziert doch mal dieses Paradigma, so verschiedene Faktoren, die für die Beurteilung eines Unternehmens und für die mögliche Regulierung eines Unternehmens wesentlich sind. Der wesentliche Faktor aus meiner Sicht ist, über wie viele Personen und Menschen werden Daten angehäuft und eine wie starke Rekonstruktion des Lebens, der Wünsche des Einzelnen ist aus diesen Daten möglich. Und das ist die erste Metrik. So, und die zweite Metrik ist, was passiert mit diesen Daten? Also was macht dieses Unternehmen oder dieser Geheimdienst? Ja, also da muss man auf beides gucken, was machen die mit diesen Daten? Es reicht nicht, eins von beiden zu betrachten. Also diese Logik der NSA zu sagen, ja, wir sammeln ja alle Daten, aber wir machen nichts Schlimmes damit. Wir gucken nur so ganz kleine Stückchen davon an. Hilft uns nicht, weil sie die Machtfrage außer Acht lässt. So, weil wir wissen nicht und wir können auch nicht wissen oder verhindern, dass sie mit diesen Daten was tun. Genauso wie Google, wenn die sagen so, ja, hey, wir wissen eigentlich alles über dich, aber wir machen nichts, wir geben dir nur ein bisschen Werbung damit. Und wie würde dein Regulierungsansatz da helfen? Mein Regulierungsansatz würde insofern helfen, als dass sich diese Unternehmen, zum Beispiel auch diese Geheimdienste, radikalen Transparenzpflichten unterwerfen müssen. Das heißt, wir müssten verstehen können, wir als Bürger
müssen in der Lage sein zu verstehen, was machen die mit den Daten. Und im Zweifel auch zu sagen so, nö, nicht so. Dazu gehört unter anderem auch zu sagen, wenn jemand ein datenfinanziertes Angebot macht, also werbefinanzierte Angebote zum Beispiel, muss es dazu immer zwangsweise eine Alternative geben, zu sagen, nee, ich will lieber dafür bezahlen. Mit Geld. Mit Geld. So, ich meine, Google verdient, keine Ahnung, was, $15 pro User pro Jahr. Ich würde liebend gerne $25 für alle Google-Services zahlen, wenn die dafür meine Daten nicht aufheben. Hätte ich kein Problem mit. Geht vielen anderen Leuten auch so. Und solche Dinge da reinzubringen, zu sagen, es muss tatsächlich eine Auswahl geben, es muss die Möglichkeit geben, einzugreifen in diese Systeme, ist da eigentlich der Kern. Und wie würdest du dann so Unternehmen einrubrizieren wie, was weiß ich, T-Mobile oder Deutsche Telekom, Google, Amazon? Welche Fragen würdest du so an die stellen? Ja, was habt ihr an Daten über mich? Und zwar müssen die mir das mitteilen, aus meiner Sicht. Ja. Die müssen mir sagen, pass auf, das ist das, was wir haben. Solange heben wir es auf, das machen wir damit. Und du kannst sagen, nö. Und wir müssen, nehmen wir mal Telekom zum Beispiel. Die Telekom hat Mobilfunkdaten, zumindest prinzipiell, aus denen sie fast alles über uns. Also wo wir leben, wen wir anrufen. Ja. Also quasi den kompletten Metadatensatz. So. Und da muss man halt dann auch schon anfangen einzugreifen, zu sagen, so wie heute, es gibt eine Maximalfrist, bis dahin musst du diese Daten gelöscht haben. Und wenn du diese Daten nicht brauchst, liebe Telekom, weil es eine Flatrate ist, dann darfst du sie auch gar nicht erheben. Dann musst du sie einfach direkt wegschmeißen. Ne? Und wie sehe die Regulierung, also hast du schon ein bisschen angedeutet, aber wie sehe sozusagen die Regulierung, die Eingriffe in die Geschäftstätigkeit von denen aus? Transparenz im Sinne von, genau. Ich muss wissen, was da ist. Es muss Vorschriften geben, wie genau die aufbewahrt werden, die Daten. Und was damit gemacht wird. Was damit gemacht wird. Und mein Eingriff in Geschäftsmodelle bedeutet zum Beispiel halt eben Durchsetzung der Diskriminierungsfreiheit. Also dass halt mir nicht zum Beispiel auf der Basis meines Wohnortes Dienstleistungen verweigert werden können. Dass ich nicht irgendwie einsortiert werde in diese oder jene Kategorie von Kunde, die halt irgendwie Nachteile erleidet. Dass ich halt nicht aufgrund meiner Daten keine Krankenversicherung bekomme oder solche Dinge. Also das heißt also, mein Ansatz dabei ist zu sagen, wir müssen ausgehen von den grundlegenden Menschenrechten. Von den Dingen, die im Grundgesetz festgelegt sind, der Allgemeinen Deklaration der Menschenrechte. Und müssen ausgehend davon eine positive Vision entwickeln, wie wir leben und arbeiten wollen. Und diese positive Vision, dieses, wie soll eigentlich eine schöne Digitalgesellschaft aussehen, keine Dystopie, sondern eben eine Utopie, diese Technologien benutzt, genau die Freiheiten, die sie uns geben kann, zu erschließen. Ausgehend davon müssen wir anfangen, solche Regulierungsgrundsätze zu entwickeln. Nicht nur in so einer Verteidigungshaltung verharren, sondern eben sagen, so wollen wir leben, so soll unser Leben sein. Wir haben die geilen Werkzeuge, wir können sie zum Positiven benutzen, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, Profit ist niemals wichtiger als Menschenwürde. So ein ganz einfacher, wichtiger Grundsatz, an den wir uns mal wieder erinnern müssen. Gibt es denn Unternehmen, die das warum auch immer schon umsetzen, dass man sich das mal angucken könnte und sagen, ja, also da habe ich einen guten Überblick über meine Daten, hier kann ich so ein bisschen regulieren? Keine von denen ich wüsste. Also vielleicht ein paar kleine, die es aus Idealismus machen, aber bei großen Unternehmen... Weil Google wird natürlich argumentieren, ja, wir können das nicht machen, das sind viel zu viele Daten, wir dürfen uns das Geschäftsmodell, potenzielle zukünftige Modelle nicht kaputt machen lassen. Ist aber ihr Problem, nicht meins. Ja. Also ich meine, letzten Endes ist es halt so, dass dieses wir dürfen uns Geschäftsmodelle nicht kaputt machen lassen, ist für mich kein Argument. So, ist halt, es gibt in dieser Gesellschaft tausende von Geschäftsmodellen, die sind einfach illegal. Wo wir als Gesellschaft beschlossen haben, diese Geschäftsmodelle wollen wir nicht. So, die sind halt Betrug. Du darfst halt kein Ponzi-Scheme betreiben, kein Schneeballsystem betreiben. Ist halt einfach verboten. Gibt's halt nicht. Und genauso wird es halt andere Geschäftsmodelle geben, wo du zum Beispiel Leute in Scheinselbstständigkeiten drängst, wo sie halt keine Chance haben, außer durch Selbstausbeutung zum Beispiel überhaupt noch zu leben. Die werden dann halt einfach verboten. Tut uns leid, ist halt so. Haben wir als Gesellschaft beschlossen. Du hast davon erzählt im Vortrag davon, dass die Automatisierungsdividende verteilt werden müsste. Was meinst du damit? Na, was wir momentan sehen, ist, dass, wenn wir uns angucken, der Anteil der Reallöhne am Bruttosozialprodukt geht steil nach unten und der Anteil der Unternehmensgewinne geht steil nach oben. Die Schere geht so auseinander. Ist das so? Ja, das ist so. Ist in allen Ländern der westlichen Welt so. Was wir also sehen, ist, dass die Leute immer weniger Geld in der Tasche haben, effektiv, was aus ihrer Arbeit kommt.
Ein Großteil davon ist Effektivisierung, Outsourcing, Automatisierung, die dazu führt. Nun haben wir aber die doofe Situation, dass unser Gemeinwesen ist zu 2/3 aus der Besteuerung menschlicher Arbeit finanziert. Also und menschlichen Konsums. So, das heißt also, wir haben da ein großes Problem, wenn immer weniger Leute tatsächlich noch richtig strukturell viel Geld verdienen, also im Sinne von Löhnen, Lohn, ja. Dann haben wir irgendwann nicht mehr genug Leute, die einfach den ganzen Kram kaufen, den die Roboter produzieren. Abgesehen von den kleinen Problemen mit der Menschenwürde und der Struktur der Gesellschaft, die wir dann haben, ne? Wenn wir 25% Arbeitslosigkeit haben, was durchaus eine Prognose für die nächsten 20 Jahre ist, die nicht unrealistisch ist. Und damit müssen wir umgehen. Und der Vorschlag dazu lautet, wir müssen halt langsam umsteuern von einer Finanzierung des Gemeinwesens aus der Besteuerung von Arbeit hin zu einer Besteuerung der Gewinne und Umsätze der Unternehmen, die halt dann immer mehr aus maschineller Arbeit kommen. So, das heißt nicht, dass man jetzt plötzlich den Kapitalismus abschaffen muss, sondern man sagt halt, okay, in dem Maße, wie die Lohnsteuer sinkt, steigt der Anteil der Umsatz- oder auch Kapitalerträge zum Beispiel. Umsatz, Gewinn, Kapitalerträge, all diese Dinge so. Und wir sind ja nun in der glücklichen Situation, dass so langsam dieses weltweite System der Besteuerung von Unternehmensgewinnen so ganz langsam in einen Punkt kommt, wo das Ausweichen immer schwieriger wird. So. Also noch sind wir nicht da, aber zumindest haben die Staaten verstanden, dass sie, wenn sie weiter existieren wollen, müssen sie das in den Griff bekommen. Das heißt, vor diesem Hintergrund ist das, wenn man das so als 20-Jahres-Projekt betrachtet, durchaus eine realistische Perspektive. Und interessanterweise ist der Widerstand aus der Industrie relativ gering, weil die sagen, uns interessiert eigentlich nur die Gesamtbelastung. Ob wir das jetzt als Lohnsteuer zahlen oder als Unternehmensgewinn oder Umsatzsteuer oder Körperschaftssteuer, ist uns eigentlich egal. So, wir wollen nur nicht eine höhere Gesamtbelastung haben. Und wenn wir sagen, der momentane Stand der Finanzierung des Gemeinwesens, die Menge an Geld, die wir durch den Staat bewegen, ist eigentlich okay so, damit können wir so grob umgehen, plus minus ein bisschen politische Wandlung und so weiter, dann ist das halt eine Perspektive des Umsteuerns, die gesellschaftlich möglich ist, ohne allzu große Verwerfung und die uns zumindest als Deutschland zukunftsfähig macht, weil in dem Augenblick ist es nämlich auch so, dass wenn es uns gelingt, diese Automatisierungsdividende umzuverteilen, ist zum Beispiel arbeitslos werden durch Automatisierung halt kein Drama mehr, weil du halt Bildungsangebote kriegst, weil du ein Geld kriegst, was halt irgendwie nicht Hartz-IV-Knechtigung ist. Grundeinkommen, bedingungsloses. Genau. So, also das heißt, diese Möglichkeiten gibt es und wir müssen jetzt nochmal anfangen, darüber zu diskutieren, wie wir das wollen. Wie ist denn da so? Gibt es da Diskussionen? Ja. Also ist gerade sehr intensiv, also auch mit den Gewerkschaften, mit den Unternehmen, mit den Parteien. Also tatsächlich findet diese Diskussion gerade statt. Ich habe auch gerade mit den Gewerkschaften gesprochen über dieses Phänomen so Cloud-Working oder Click-Working, wo du halt so im Internet Plattformen hast wie Freelancer.com oder Clickworker.com, wo halt weltweit quasi Minijobs, kleine Tätigkeiten vermittelt werden zu ständig sinkenden Preisen. Fällt wahrscheinlich in die Kategorie. Und wie hängt diese Umverteilung der Automatisierungsdividende mit der Regulierung von Technik, nicht durch Technik zusammen? Naja, wenn wir Technik regulieren würden, dann würden wir sowas wie eine Robotersteuer einführen oder so. Oder versuchen halt irgendwie diese Algorithmen in den Griff zu bekommen, die Menschen ersetzen, ist Quatsch, funktioniert nicht. Ja? Sondern wir müssen die Auswirkungen regulieren. Wir müssen dafür sorgen, dass egal, was an Automatisierungstechnologie eingesetzt wird, dass die Auswirkungen davon gesellschaftlich neutral bleiben. Also, dass wir halt unser Gemeinwesen weiter finanziert bekommen und eben nicht zu sagen, diese Art von Automatisierung ist böse, sondern nur sagen, okay, das, was du gerade ansprichst, diese Clickworker-Geschäftsmodelle, möglicherweise muss man die verbieten oder muss die regulieren oder sagen, da muss es einen Mindestlohn geben oder da muss es irgendwie Mindeststandards von Arbeit geben. So, das wäre halt zum Beispiel eine Aufgabe der Gewerkschaften, dass die sagen, so wollen wir leben, so wollen wir arbeiten. Das sind halt Mindestanforderungen an einen digitalen Arbeitsplatz. Genau, das fand ich auch eine ganz interessante Argumentation und überzeugend auch, wo die Gewerkschaft Verdi in dem Fall sich dessen durchaus bewusst ist und die sozusagen dieses Beispiel der Künstlersozialkasse angeführt hat, wo die halt eine Berufsgruppe, nämlich Journalisten, die immer mehr selbstständiger wurde und immer mehr raus, oder sagen wir mal, wo Sozialversicherungsarbeitsplätze immer weniger wurden, aber die, wo man entschieden hat, die wollen wir nicht einfach sich selbst überlassen, sondern wir sagen, okay, der Staat, das Gemeinwesen zahlt Pi mal Daumen die Hälfte der Sozialabgaben, damit die auch so eine Art sozialversicherungspflichtige Selbstständigkeit haben können und der Gewerkschaft schwebt sowas eben auch für Clickworker vor. Ja. Wäre zum Beispiel so ein Ansatz. Genau. Also so eine Ansatz halt zu sagen, wir gucken uns die Phänomene an, die neu entstehen und versuchen uns damit halt
positiv zu arrangieren und dafür zu sorgen, dass halt bessere Arbeitsplätze entstehen, nicht schlechtere. Ist halt so auch so ein Grundsatz zu sagen, so eigentlich sollte Automatisierung oder Technologieeinsatz im Prinzip dazu führen, dass die Arbeitsplätze besser werden, nicht schlechter. Okay, könnte man noch ewig drüber reden, fällt gerade ein. Okay. Ja, aber ich glaube, wir machen hier mal einen Punkt. Alles klar. Wird man sicherlich noch öfter hören, das Thema. Ja. Frank, ganz herzlichen Dank. Gerne. Die CDB TV von der Republika mit Frank Rieger und mir, Philipp Banse. Ich danke fürs Zugucken. Auf bald. Bis dann. Tschüss.